Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Spieletest. Heute wird der Parking Tycoon Business Simulator angezockt. Ein Spiel, das etwas aus der Reihe fällt, auch wenn es, bestimmt eine super spannende Tätigkeit ist, so einen Parkplatz zu organisieren. Aber ich habe nicht direkt an ein Spiel gedacht, was ich spielen könnte. Ich habe es gesehen, habe mich drauf beworben und dank Lurkit habe ich wieder mal einen Key gekriegt. Dementsprechend vielen Dank dafür. Aber ich weiß noch nicht so recht, was mich in diesem Spiel erwartet. Zuletzt haben wir ja Häuser wieder fit gemacht und dann, Aufträge erfüllt und so weiter. Das war schon sehr witzig und hat Spaß gemacht. Mal gucken, ob das hier genau das Gleiche ist oder was hier so für Ideen vom Entwickler aufgenommen wurden. Ich lese wie immer einmal die Steam-Beschreibung vor. Are you ready to immerse yourself in the exhilarating world of parking management? Step into the shoes of a visionary entrepreneur and become the ultimate parking lot tycoon. Das klingt mega gut. Take charge and embark on a thrilling journey of strategy, expansion and success. Ich bin gespannt, das klingt auf jeden Fall so voller Nervenkitzel und sowas, das wird bestimmt auch im Spiel dann so umgesetzt sein. Von daher seid gespannt, ihr guckt das Intro und wir sehen uns gleich wieder. Okidoki, willkommen zurück. Das hier ist. This city has always had a problem with places where you can leave your car without paying a fine. I'm going to solve that problem and make some money at the same time. Klingt gut. Okay. First, I need to acquire an area suitable for markings. Oh moin. Ja, er sollte auf jeden Fall nicht mehr fahren hier, Kollege. Alles klar. Wir sind hier mitten zwischen Hochhäusern. Das sollte ja eigentlich gut sein für unseren Parkplatz. Parkhaus kann man es ja nicht nennen. Get access to a computer in the office. Okay, das heißt, wir müssen hier wohl hin. Wir schmeißen die einfach erstmal weg. Aufräumen müssen wir wahrscheinlich später sowieso noch. Okay, interessant. Als Manager muss man ja aber nicht hier schlafen, oder? Ist vielleicht irgendwie, A, unbequem und zweitens, ich weiß nicht. Okay. Das machen wir alles noch wunderschön hier. Use Computer. Purchase Concrete Ground for First Parking. Okay. Ground Concrete. Great. Now I can buy a couple cans of paint and mark it up. Okay. Jetzt muss ich selber malen. Oh Gott, das hat bei House Flipper auch nicht geklappt. Add to Cart. Oder? Have to wait for the courier and unload the goods. Ah, jetzt haben wir nur eins gekauft, ne? Ist schlimm? Nein. Wir gucken erstmal. Wir müssen sparsam. Significantly diminish the reputation of my parking. I should keep it clean. Alter. Das ging aber sehr schnell hier. Ja, wir sollten aufräumen, also. Aber wo soll ich denn mit dem Kram hin? Ach, da hinten, in den Container wahrscheinlich, oder? Kann man das denn nicht noch benutzen? Aber links oben sehen wir auch, dass das scheinbar alles Müll ist und das gut ist, wenn wir das abräumen hier. Sehr gut. Delivery arrived. Juhu! Machen wir gleich. Räumen mal eben hier. Mann, ey, jetzt komme ich hier voll in Schweiß und. Moment. Eben zumindest den Eingang sauber haben. Habe ich immer nur eins? Zack. Das wird hier ein super. Oh, oder ist das für Rollstuhl, die hochfahren können? Super sicher gemacht. Hoffe nicht. Nicht wirklich barrierefrei. Müssen wir noch dran arbeiten. So, das ist schon mal gut. Die beiden auch weg hier. Und dann die Kartons lasse ich jetzt erstmal da. So, wo hat er das denn hingeschmissen? Hallo? Hier sind irgendwelche Reifen? Wenn ich schon mal da bin, kann ich die auch eben wegräumen.
Aber... Zum Teufel liegt hier alles rum. Unpacked delivered goods, ja. Oder sind die hier drin? Nein, das sind ja alte Kartons einfach nur. Vielleicht im Büro? Ah, oder bist du das? I've got to keep an eye on business. Ja, aber das ist doch bestimmt mein Kram. Toll, ich komme da nicht hin. Ah, ich musste aufmachen. Alles klar. So, ja. Unload. I'll find the delivered goods on the warehouse shelves. Cool, danke. Open storage. Paint. Die nehmen wir mit. Okay. I need to apply paint and create a parking slot. Ja, alles klar, verstanden. Paint, das ist das, ne? Interessant. Boah, müssen wir den jetzt frei Hand zeichnen? Patrol. Ich weiß ja nicht, wie breit die Autos sind. Ah, okay. All right, we're waiting for our first clients. Wow, ich habe jetzt einen? Ist das dein Ernst? Ich hatte nur... Alter, was ist das für eine Verschwendung? Dafür ist der Wagen gekommen? Ja gut, dann bestell ich wohl mal ein paar mehr, was? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ich räume hier nochmal eben kurz auf. Und dann kaufen wir uns nochmal ein bisschen Farbe, weil das geht ja so nicht. Oh, da kommt... Oh, du musst hier parken. Das Auto passt hier perfekt hin. Das... Da. Ja. Here come the first clients. I can get paid when the client checks out. Perfekt. Genau. Okay. Alles klar, die waren pumpen. Aber er hat Angst um seine ganzen Spoiler und wo und. Hä? Achso. Oh, da ist er aufgesetzt vorne. Eieieiei. Oh, hallo. Hallo. Hallo? Hallo? Da will man freundlich sein, ne? Und dann... Oh, was? Tschüss. Schönen Tag. Warum... Ist hier ein Fußballspiel? Ne? Und wow! Ey, hier wird nicht gerannt. Ey! Yo, ich bin hier direkt daneben. Hör auf damit. Was machst du da? Kollege, das ist nicht witzig. Hey, hey. Ja, aber ganz schnell. Yo, du Pisser. Oh, jetzt muss ich das hier auch noch wegmachen. Unmöglich, ey. Rennt der hier einfach auf mein Grundstück und bemalt das. Habe ich auch nie verstanden, ne? Graffiti kann mega geil aussehen und sowas. Und dass man dann aber fremdes Eigentum einfach so beschmiert, vor allem mit irgendwelchen komischen Tags, das habe ich nie verstanden. Wenn es richtig geil aussieht, dann, sag ich mal, auch scheiße, aber immerhin sieht es gut aus. Aber nur so, ich habe da so einen Tag drauf gemalt. Haha, voll witzig. Nie geschnallt, warum man das macht.
aber so richtige Auftragsarbeiten und sowas, das sieht teilweise einfach richtig gut aus. Ah, guckt mal hier, das wird richtig schön. Oh. Gar nicht mehr so viel Müll. Ist aber auch mega der vertrauenswürdige Parkplatz. So, her mit der Kohle. Ja, eben kurz stehen bleiben und bezahlen, ne? Hallo. $36 dafür? Ich glaube, ich sollte mir im echten Leben so einen Parkplatz organisieren. Junge, Junge, Junge. Ja, was dem Spiel auf jeden Fall fehlt, ist Musik, finde ich. Oh, da kommt schon der nächste Kunde. Es läuft hier. Schön, dass immer nur einer kommt. Alles voller Parkplätze theoretisch, aber nein, wir haben ja nur einen angemalt. Muss mich gleich erstmal neu. Put 3 pieces of decor in the green area. Ja, genau. Ich hole erstmal noch mehr Farbe für die Parkflächen. Weil das macht ja so gar keinen Sinn. So. Der Müll ist schon mal weg. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch Müll. Oh, hallo. Auch kein Hallo. Gott. So. Wir bestellen mal eben neue Farbe. So, Shop. Add to Card. Hol gleich mal 10. Ja. So. Und Deko. Oh, eine Sitzbank? Ich habe noch 1000. Ja, eine Bank ist gut. Metal oder? Nein, wenn schon, denn schon. Oh, können wir gar nicht. Ich kann nur was pflanzen. Ja. Ach so, können wir jetzt nicht, weil der Verrand gerade schon das andere holt. Warte doch eben kurz, bis meine Bestellung fertig ist. Ich habe schon geklickt, ne? Wenn du nochmal hier malen kommst, ne, dann gibt's richtig Ärger. Verkloppt dich, Junge. Ich hab dir gerade gesagt, du sollst dich verpissen. Jetzt gibt's aber Ärger. Nee, 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 Freundchen. Hey, get the hell out of here. Freundchen. Unfassbar. So. Kann ich hier neu bestellen, oder? Shop. Ja. So, du darfst nochmal los. Überleben den letzten Müll. Habe ich dann alles? Oh, dahinter sind auch Basketbälle. Warum? So. Aber damit wir nebenbei Kohle machen, müssen wir erstmal ins Inventar nehmen. Verstanden. Oh. Stop. Alle. Ne? Ja. So, dann malen wir die an. Was haben wir denn noch jetzt? Ah, guck mal, eine Seite ist schon fertig. So. Money, money. Ach, das ist hier. Ich kann hier Basketball spielen. Oh, das hat letztes Mal schon nicht geklappt. Ha! Wuhu! Die lassen wir erstmal liegen. Wir müssen hier noch einmal was holen. Unload. Okay. Und kann man Doppelklick machen? Nein. Okay. So, die Deko verteilen wir gleich. Hallo?
Hat die jetzt bezahlt oder ist sie einfach so gefahren? Also so geht das nicht, ne? Das gibt eine Anzeige, gibt das. Sieht das nicht schön aus? Stört mich, dass das nicht genau ausgerichtet ist, ne? Aber egal. The higher the reputation, the more advanced things I can buy. Okay. Schön. Leute kommen und parken hier. Cool. Aber vielleicht das der letzte Teil, der mir fehlt, um alles wegzukriegen. Warum ist hier schon wieder Müll? Wo liegt hier jetzt schon wieder Müll? Alter, habt ihr das da hingeschmissen oder was? Mann, Mann, Mann. Oh, da vorne liegt auch schon wieder Trinken. Warum schmeißen die das da alles hin? Was ist das für eine Flasche? Warum trinken die alle aus solchen Flaschen? Moin. So, wo liegt jetzt noch mehr Müll? Leute. Oh, der Graffiti-Arsch ist schon wieder da. Los, los, los. Hey, get the hell out of here. Du lernst es auch nicht, ne? Unmöglich. Ey, da guckt man einmal nicht hin. Kleine Drecksäcke. So. Wo ist hier denn jetzt noch Müll? Hat hier noch jemand was hingeschmissen? Braucht hier irgendjemanden, der aufräumt? Das kann doch nicht sein, dass ich hier ständig Flaschen sammeln muss. So, schmeißt du da jetzt auch was hin? Ey, hier! Mitnehmen! Hallo? Unglaublich. Die steigen aus und schmeißen erstmal ihren Müll hier hin. Was ist das für eine Art und Weise? Unfassbar. So. Geht das nicht. Ich kaufe nochmal ein bisschen Deko, glaube ich. Weil mehr kann ich hier gerade nicht machen. Trash Remove. So, ja. Hol das mal ab. Dann habe ich wieder ein bisschen Platz da. Shop. Was können wir da nochmal? Lighting. Office Lamp. Boah, das ist schon gut. Fünf Stück kann ich noch davon kaufen. Ah ne, ich habe insgesamt nur 1036. So. So, tschüss. Mein Geld, ne? Denk dran. Ja. Ich glaube, der wollte nämlich eigentlich auch schon wieder einfach so fahren. Das ist aber übel. Jetzt muss ich hier immer stehen bleiben und schön abkassieren, oder? Oh Mann. Ich brauche eine Schranke, ganz ehrlich. Hallo? Danke. Ich komme nicht mehr weg. Ja. Oh Gott. Schon wieder einer. Delivery. Ja, hol ich mich gleich. Ey, so langsam reicht's mir aber mit dir. Hey, get the hell out of here. Ja, mein Gott, pass mal auf. Ich bin mich hier fast um. Gott, parkt. Junge, Junge, Junge. Ja, hier ist jetzt. Zack. So, die Lampe, Place. Wow. Dafür habe ich $50 bezahlt. Wo ist sie jetzt?
Achso, da kann ich das machen. Oh, wuhu. Naja. So, dann machen wir nochmal eben 4 Parkplätze und dann dürfen wir schon wieder Müll aufsammeln. Hier liegt schon wieder was. Mein Gott. Ja, auch voll. Vielleicht deswegen. Ah, vielleicht packen die jetzt den Müll da rein. Das wäre natürlich cool. Hallo, danke fürs Parken. Wir sehen uns. Tschüss. Das wäre cool. Kann ich das da reinpacken und dann füllt sich das? Nein. Schade. Ich hoffe, die machen das aber. Schmeißen nicht alles auf den Boden. So. Alter, du kannst gerade mal übers Lenkrad gucken. Sicher, dass das so richtig ist? Ja, hatte ich schon gesagt, ne? Ich finde, dem Spiel fehlt Musik. Irgendwie ist das etwas ruhig. Oh. Reger Verkehr hier inzwischen. So. Hey, was willst du jetzt hier? Sag mal! Hey, get the hell out of here! Was hast du versucht, Kollege? Hä? Auto klauen oder was? Ich brauch. Ja, mein Gott. Ich brauch eine Schranke und ich brauch Zäune und am besten eine Selbstschussanlage. Junge. Oh, komm hier. Danke. Guten Tag noch. So, wo... Okay, sie nutzen nicht diesen verdammten Mülleimer, der circa 3 Meter weiter steht, Mann. Deine Zwillingsschwester läuft da vorne, falls du sie... Nochmal Müll. Hier alles sauber, da ist alles sauber. Sehr schön. Kurz für 3 Minuten alles sauber. Juhu. So. Tschüss. Wie jetzt schon wieder Müll? Meine Güte. Das ist echt anstrengend. Stupide und anstrengend. So, hier. Moin. Tschüss. Ich glaube, wir müssen gleich noch ein bisschen Deko pflanzen und dann sollten wir auf Level 2 sein. Einen neuen Kram kaufen. Ciao. So. Wir müssen mal eben hier die. Abwische. Irgendjemand hatte schon wieder Müll hingeschmissen. Danke. Da ist ja schon. Wenn du schon wieder ein Auto klauen willst, ne? So nicht, mein Freund. Hey. Wap! Get the hell out of here. Privatgrundstück. Also ich bin ja kein Freund von Gewalt und so, ne? Aber... Das. Von hier oben kann ich gut gucken. Aber nicht... Schlecht. So. Ja. Delivery arrived. Sehr schön.
Da will wieder jemand zahlen. Komme. Danke. Ich wollte gerade sagen, vielen Dank für Ihren Einkauf, aber nein. Ganz richtig. Rechts. Ja, schön. Müssen wir ein andermal machen. Egal. Ah, tut das weh. Great. Now I know the basics of the parking business. Time to get the money bags ready. So, ab jetzt werden wir reich, ja? Toll. Fällt mir. Okay, was können wir denn jetzt hier kaufen? 1000 brauchen wir für Road Concrete. Ah, okay, damit der Weg quasi vernünftig ist. Ah. Ja, gut. Ja, können wir noch nicht machen. Wir müssen also Geld verdienen. 1000. Alles klar. Parking Limiter. Damit die nicht alles umfahren oder wozu? Aber die stehen doch eigentlich alle ganz gut. Ja, boah. Lass ihn doch mal eben in Ruhe einparken, Mann. Tschüss. Beehren Sie uns bald wieder. Hallo. Tschüss. Hey. Du klaust dir keine Autos. Hey, get the hell out of here. Mann. Unglaublich. Helllichten Tag. Der Mülleimer ist auch schon wieder voll. Oh, Vorsicht, Vorsicht! Hier auf dem Parkplatz passiert. Zum Glück scheinbar keine bleibenden Schäden und so. Make 10.000? Alter, wie denn bitte? Wow. So, wo habt ihr noch im Müll hingeschmissen? Da hinten. Danke, danke. Danke. Vorsicht, Vorsicht! Opi. Mal auf. Und da läuft doch jemand. Haben die den Führerschein gemacht? Unglaublich. So. Tschüss. Ja. Irgendjemand hat hier noch was hingeschmissen. Hier liegt auch was. Ich muss doch irgendeine Möglichkeit haben, mehr als eine Flasche zu nehmen, ey. Das kann nicht sein. Und 30%, okay. Einmal da hinten hin. Komm gleich zum Kassieren, bin gleich da, ja. Ja, da bin ich schon. Hallo. Oh nein, der Graffiti-Dude. Schnell, schnell, schnell. Hey, get the hell die Beine. Und die schmeißen schon wieder alles. Das stresst mich tierisch. So, 1000. Wir können jetzt hier das nächste Ding da kaufen. Road Concrete, yeah. Ah, das sieht doch schon schöner aus hier. Sieht ja fast wie ein Parkplatz aus, den ich auch benutzen würde. Ja. Tschüss. Auf was. Nur geparkt, Alter. Naja, ich habe extra große Parkflächen gemacht, weil ja, meine Pappenheimer. Oli.
Tschüss. Ja, komm sofort. Mal eben eine Flasche mitnehmen. Achso. Du warst gar nicht fertig, du parkst gerade noch. Alles klar. So, was können wir denn als nächstes? Worauf müssen wir denn hinsparen? 1500 für Road Asphalt und Ground Asphalt. Ah. Okay. Und hier brauchen wir noch mehr. Ja, wir könnten natürlich noch mehr Deko kaufen. Landpot. Security. Parking Barrier Manual. Ja. Und ein Fence. Okay, sehr gut. Chill doch mal ihm. Jo, wie hast du geparkt? So, einmal halt. Ja. Tschüss. Ich hab dir das schon mal gesagt. Hey, oh, ab. Get the hell out of here. Auch Security oder so hier. Parkst du? Ja. Vorsicht. Jo, schön. Boah, fuck, geklaut. Danke. Oh. Danke. Tschüss. 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 Ja, oh, da kommt der nächste. Oh. Ein Zebrastreifen oder sowas hier. Geht so nicht. Bald können meine Kunden nicht mehr kommen, weil sie alle keine Beine mehr haben. Zum Fahren. Beziehungsweise. Na gut, dann holen sie sich ein anderes Auto, aber ich glaube, das spricht nicht gerade für meinen Parking-Lot, wenn ständig hier Leute umgefahren werden, sagen wir es so. Mein Gott. So, was haben wir denn hier noch? An Flaschen rumfliegen. Tschüss. Danke, du Arsch. Ohne Spaß, das dauert aber ziemlich lange, bis ich die 10.000 gemacht habe. Ciao. Wo liegt denn hier noch was? Ach, bei dir. Tja, blöd, wa? Wenn man warten muss. Tschüss. 500 habe ich jetzt. Der Graffiti-Dude. Meister. Denk nicht mal dran. Hey, get the hell out of here. Fans, okay. Brauch aber so einige Fans. Shit. Aber die ersten 5 hole ich mir, glaube ich, schon mal. Obwohl, oh. War das andere nochmal? Parking Benny, Area Man. Dann können die nicht mehr einfach so abhauen. Und es bringt 10 dazu. Hm. Dann nehmen wir einen davon und zweimal Fans. Fangen wir mal an, wenigstens einzuzäunen. Bitte. So, noch einer? Nein. Dann können wir mal eben Flaschen sammeln. Oh, da kommt die Lieferung schon. Als Amazon, ey. Geht immer so schnell hier. Auf jeden Fall geübt.
Space. Ach. Okay, nee. Doch, wie ich dachte. Ich würde sagen, das umzäunt dann alles? Nein. Nur noch ein Stück. So, und jetzt das. Wo gehört denn das hin? Gehört das dahin? Ja. Kann ich nicht mehr abbauen. Okay, das heißt, wir kommen jetzt hier hin, können nicht raus. Die Zahlen bei mir. Und dann muss ich noch hochfahren. Hat mir die Arbeit jetzt aber nicht unbedingt erleichtert. War vielleicht nicht meine beste Idee, oder? Ah, okay. Der Piep hier schon wieder. Hey! Hey, get the hell out of here! Oh, habe ich das Auto auch getroffen? Nicht. So, sie können raus. Jo, danke. Ciao. Okay, für sowas ist es aber gut, ne? Dann können sie hupen und dann weiß ich, oh, da stehen welche. Und ich kann abkassieren. Jetzt kann ich gleich nochmal wieder 4 neue Zäune kaufen. Ich mache 5. 1, 2, 3, 4. Naja, so ein bisschen wird es dann. Hey, immer mit der Ruhe. Wenn ich 500 habe, dann kaufe ich nochmal. Ich würde ja gerne nochmal alles eingezäunt sehen. Und gucken, ob der ist er dann immer noch hier langrennt. Tschüss. Achso, oh. Ja. Was? Ja. Ach. Aber ich kann auch immer mehr. Oder ich kriege immer mehr Geld dadurch, dass meine Reputation steigt, ne? Also schön herrichten alles und sicher machen, dann scheinbar mehr. So, du noch? Dann war's das erst. Gut. Tschüss. Also gut nach Hause. So, dann kann ich sogar 8 Zäune kaufen. Shop und dann Security. Nice. So, einmal wieder aufräumen hier. Wieder eine. Oh, da kommt der Graffiti-Spast wieder. So, mein Freund. Erwarte dich. Komm, komm, komm. Jo. Da dachte ich. Hey, seh das nicht. Get the hell out of here. Ja, aber ganz schnell. So. Da kommen die Zäune. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Oh, ja. Komm zum Kassieren. Danke. Wir können. Tschüss. Ja. Alter, ich stehe direkt neben dir. Ich hab gerade Geld gegeben. Hau rein. Ciao. Die Leute von heute haben keine Geduld mehr. Das ist echt schlimm. Schön. Hier haben wir jetzt schon mal ein bisschen was dicht. Du willst auch raus. Klar. Tschüss. So, dann haben wir noch einen Zaun übrig. Haben wir den da. Also hier haben wir schon mal alles dicht. Wie viel braucht der denn da hinten noch? Komm sofort. Oh. 1, 2, 3. Okay, das geht. Können wir gleich auch schon bestellen.
Gute ist, dass ich quasi nie schlafen muss. Einfach dauerwach. Kommt Kohle, jetzt kommt Kohle. Machst du aus, ne? Wo bist du? Oh, der hat mich, diesmal hat er mich genatzt. Kleiner Pisser. Hey, get the hell out of here. Zieh dich. Jo, bin schon da. Danke. So. Nochmal Zäune kaufen. Nochmal 5 Stück. Problem ist, das verwahrlost hier alles. Das muss wieder aufräumen. Das ist doch... ein Stress. Mülleimer muss ich brauchen wieder. Ehren. Zack. So, da lag noch eine Flasche, die kann ich auch noch mitnehmen. Da muss ich schon wieder abkassieren. Bestimmt gibt es später dann auch so ein automatisches Zahlsystem. Hoffe ich jetzt mal. Tschüss. Tschüss. So, wo liegt hier noch was? Hier liegt schon. Delivery arrived. Sehr schön. Mach's gut. Holen wir ab. Ob ich die 10.000 Schritte am Abend voll habe, ich möchte schon. So, ja, ich bin sofort da. Wow, das kann ich nicht einzäunen? Wie dumm ist das denn? Ich hoffe ja mal, dass das ein Fehler ist. Jo. Ja, ich bin doch da. Tschüss. Was? Wer bist du jetzt? Hey, get the hell out of here. Junge. Die vermehren sich. Sehr schön, sehr schön. Ciao. Angst. Nochmal 5 Zäune, dann war es das, glaube ich, auch, ne? Zack. 1, 2, 3, 5. Order. Und dann habe ich mein Ziel erreicht. Wohl vielleicht. Ah, könnte eng werden. Oh, hier liegt ja jede Menge. Brauche noch einen zweiten Antenna oder so. Tschüss. Ah, ich komme sofort. Ciao. Hier kommt Geld.
doch schon wieder gesehen da, Kollege. Ja, ja, ja. Hier brauchst du gar nicht herkommen. Hey, get the hell out of here. So, das mal eben wegschmeißen, dann den Zaun aufstellen. Nein, wird tatsächlich noch einer. Den bestelle ich auch noch. Das will ich jetzt auch noch eben sehen. Wie schön das dann aussieht hier. Adios. Muss er für einen Zaun nochmal herkommen. Aber stresst mich schon, dass ich hier an der Seite keinen mehr platzieren konnte. Das ist ja voll dämlich. Da können sie ja jetzt so durch. Bösewichte. Wobei da auch so durch und hier sowieso. Egal. Passt alles soweit? Was gibt's denn hier jetzt noch? Das sieht man alles nicht, ne? Nee. Und das nur ein bisschen besser machen. Und hier, Roof, Roof, Roof. Ah, hier. Das ist gut. 10.000 Fans, nochmal einen besseren. Videokameras. Okay, und hier auch verschiedene Lampen noch. Das ist alles nur zum Schöner machen. Jo, bin schon da. Tschüss. Aber sauber machen muss ich scheinbar immer selber, ey. Das ist ganz schön viel Arbeit. So, der letzte Zaun. Dann kann man bestimmt wirklich ein Parkhaus draus bauen, weil wenn dann noch die Pfeiler hier stehen, kann man bestimmt irgendwann in die Höhe. Oder wir können die auch noch dazu kaufen. Sorry, ich muss mal kurz hier aufs Auto. Deswegen kann man wahrscheinlich auch da keinen Zaun machen, weil der dann einfach weitergeführt wird. Ah, okay. Na gut. Jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber stehe. Tschüss. Naja, aber ich glaube, wir haben eigentlich alles gesehen, was wir sehen mussten. Ja. Okay, das war's. Das war der Parking Tycoon Business Simulator. Also, an sich hat es ja schon Spaß gemacht. Und ich glaube, es würde mir auch Spaß machen, wenn ich jetzt nicht hier ständig Müll einsammeln muss, weil die Leute einfach zu blöd sind, das in die Mülleimer zu schmeißen. Oder in den Mülleimer, den ich ja regelmäßig leere. Und, naja, dieses Leute verscheuchen ist ja schon ein bisschen strange. Knüppelst den einfach ein, okay. Etwas fragwürdig, aber gut. Wir sind in Amerika, die sollen froh sein, dass ich die Waffe nicht gezogen habe. Wahrscheinlich geht das auch noch. Man kann das hier dann vielleicht noch ein bisschen schöner gestalten, indem man quasi die Deko und so weiter benutzt. Aber ansonsten, irgendwie fühlt sich das schon ein bisschen limitiert an, das Spiel. Und die Gameplay-Loop, weiß ich nicht. Für mich ein bisschen zu wenig einfach. Ich weiß nicht, wie euch das Spiel gefallen hat. Ansonsten war ja in Ordnung, war kurzweilig, aber für mich ist es auf jeden Fall nichts. Mir ist es dann doch zu stupide. Und ich glaube einfach, dass die Möglichkeiten nicht so umfassend sind, wie ich es gerne hätte. Ansonsten fand ich die Idee halt eigentlich ganz witzig, so ein Parkhaus zu betreiben. Aber ich weiß nicht, vielleicht kommt das alles noch, vielleicht wird das später noch viel, viel cooler. Aber jetzt gerade bis zu den 10.000 hocharbeiten, bis ich mir dann so ein automatisches Ticket-System und sowas holen kann. Ich weiß nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel gefunden habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin bleibt sauber. Ciao.